Ja, hallo mein Lieben und willkommen zum Event-Ankündigungsvideo. Ich habe euch ja versprochen, dass ich heute das Event-Ankündigungsvideo raushauen werde. Ja, aber bevor ich zu dem Thema komme, möchte ich doch ganz kurz was zum Gameplay erzählen. Und zwar ist es eine Runde Abschuss bestätigt auf der Map Abschuss bestätigt. Turbine. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Diese Map erinnert mich doch stark an Afghan von MW2. Muss ich jetzt ehrlich mal so sagen, auch mit den ganzen Felsen und den ja, Flugzeugwrack und so. Also, naja, ist absolut nicht so mein Fall, diese Map. Also, ja, gleich vorweg. Das Spiel laggt ohne Ende. Wir hatten so einen beschissenen Host gehabt und Black Ops 2, die kriegen das irgendwie nicht gebacken, dann ab und zu mal einen neuen Host zu suchen zwischendurch. Also nicht wundern, wenn das Spiel öfters mal laggt. Nicht, dass wir dann Kommentare kommen, das Spiel laggt aber. Ne, wir kennen das Spielchen ja. So, was habe ich dabei? Meine PDW 57 mit Schalldämpfer und Reflexvisier. Übrigens habe ich jetzt auf der Waffe mein erstes Prestige. Ich glaube, ja, nicht mehr lange und dann habe ich das zweite Prestige drin. Ich weiß nicht wie, aber ich würde gerne auf diese Waffe, also die goldene Tarnung bekommen. Habt ihr eine Idee, wie viele Prestige man da braucht? Denn ich habe da nicht so wirklich eine Ahnung. Es wäre echt cool, wenn ihr mir das mal unten reinschreiben würdet. Ja, als Sekundärwaffe habe ich dabei die 5-7. Meine Perks sind Hardliner, Zähigkeit und Techniker. Apropos Techniker, ich weiß, dass man damit seine Vorräte umändern kann und auch die von den Freunden umändern kann, aber ich weiß nicht wie. Schreibt es mir auch mal bitte in die Kommentare, wie das funktioniert. So, ja, dann meine Punkteserien sind die Drohne, die Handeldrohne und die Vorräte. Ja, so viel zum Gameplay. Ich denke mal, ihr habt schon gesehen, dass einige bekannte YouTuber mit dabei sind. Unter anderem halt Solution, PatPat und Fössel und ja. Da noch so ein paar andere Leute, ich glaube, die waren noch von Elotrix drin gewesen. Ja, so viel zum Gameplay. Jetzt zum Event-Ankündigungsvideo. Und zwar, ich habe vor, am 6. Dezember, das ist Nikolaus, habe ich mir extra so überlegt, Nikolaus passt eigentlich. Ja, am 6. Dezember um 18 Uhr ein Event bei Black Ops 2 auf der Xbox. Sage ich jetzt direkt mal gleich, bevor wieder irgendwelche kommen, spielst du auf dem PC oder auf dem PlayStation? Das nervt mich nämlich extrem. Ja, also wie gesagt, auf der Xbox, ja, ein Event zu machen und zwar in den Modus Partyspiele. Ich habe mir das halt so überlegt, dass wir halt an dem Tag, am 6. Dezember um 18 Uhr, wir uns alle auf Commander Kriegers TS treffen. Dazu muss ich aber auch nochmal mit den Moderatoren dort reden, ob das okay ist, ob ich mir da mal einen eigenen Raum schnappen kann und das mit euch machen kann. Ja, ja. Um 18 Uhr, wie gesagt, alle im TS treffen. Es können maximal 17 Leute mitmachen. Das sage ich jetzt gleich mal vorweg. Einfach aus dem Grund, dass in den Partyspielen können 18 Leute mitmachen. So, aber dadurch, dass ich ja der 18. Mann bin, heißt das, dass 17 Leute von euch mitmachen können. Ich habe mir das halt überlegt, dass wir werden drei Moden spielen. Einmal eine im Lauf, Waffenspiel und Stock und Stein. So, und ich gehe mal davon aus, weil beim letzten Event, was ich gemacht habe, war es ja auch so, dass ich nicht mal fünf Leute gefunden habe. Gehe ich davon aus, dass sich nicht so viele anmelden, dass wir über die 17 Leute kommen. Von daher, ja, werden wir eine Runde machen pro Modus. So, wenn es aber doch mehr als 17 Leute sein sollten, ja, sage ich jetzt mal gleich, dann wird es halt so sein, dass wir halt jeweils die Runden erhöhen, also pro Modus eine Runde mehr. Das heißt zum Beispiel, wenn sich 17 Leute anmelden, zum Beispiel spielen wir halt eine Runde einem Lauf, eine Runde Waffenspiel und eine Runde Stock und Stein. So. Und die jeweiligen Gewinner von den jeweiligen Runden spielen dann am Schluss gegeneinander in dem Modus Meisterschütze. Scharfschütze, sorry. So, ich hoffe, ihr könnt mir soweit folgen, wie ich das meinte. Und ja, wenn mehr als 17 Leute sind, zum Beispiel, was weiß ich, 25 Leute oder so, werde ich das halt aufteilen, dass halt Hälfte, Hälfte, also die eine Hälfte spielt die eine Runde einem Lauf und die andere Hälfte spielt noch eine Runde einem Lauf. So, dass es halt ausgeglichen ist. Nicht, dass dann hier eine volle Runde gibt mit 17 Leuten und eine Runde dann halt wirklich nur, keine Ahnung, 5, 6, 7 Leute sind. Ist ja doof, weil so kann man dann sagen, ja, das ist ja klar, dass sie so schnell gewinnen. Und ja, so viel dazu. Ja, und wie gesagt, die jeweiligen Gewinner spielen am Schluss gegeneinander, so dass wir halt dann am Schluss einen kompletten Gewinner gibt. Weil das ist ja, bei den Partyspielen ist es ja so aufgebaut wie frei für alle, dass es halt erster, zweiter und dritter Platz gibt. Übrigens hier extremer Fail mit der Dragonfire, denn ich habe echt keine Ahnung, oder ich hatte keine Ahnung, wie die funktioniert. Ich habe eigentlich gedacht, das ist so ein selbstständiges Gerät, was dann halt selbstständig so überall hinfliegt und die Leute abschießt.
Und deswegen habe ich mich total doof hingestellt, so passend für alle, dass die mich abschießen können. Und ja, so viel dazu. Ich weiß noch nicht ganz genau, ich werde es wahrscheinlich so machen, wenn ihr das Einverständnis dafür gebt, werde ich das wahrscheinlich dann aufnehmen, das komplette Gelaber, also das Gameplay, was wir aufnehmen, was wir spielen sowieso, aber das komplette Gelaber im Teamspeak werde ich dann auch aufnehmen. Und am Schluss dann für den, ich denke mal, 8. 9. Dezember, weil so schnell werde ich es wohl nicht schaffen, aber für den 8. 9. Dezember halt als Spezial-Adventskalender-Video einen Zusammenschnitt von den Events zu machen. Das heißt halt Ausschnitte aus dem Gameplay mit TS, dann mal ohne TS, mit ein bisschen Musik und ja, auf jeden Fall so richtig schöne Montage. Ja, Montage ist es nicht, aber so einen Zusammenschnitt zu machen von dem Spiel, von dem Event, was wir gemacht haben. Ich denke, das ist ganz cool. Wird doch, denke ich mal, ganz lustig werden, auch halt mit dem Video dann. Und ja. Ja, was gibt's noch groß zu sagen? Eigentlich gar nichts mehr. Wie gesagt, Event. Ich schreibe alles Wichtige. Alles, ja, was ihr wissen müsst, schreibe ich auch nochmal in die Videobeschreibung. Also bitte lest die Videobeschreibung durch. Übrigens, gleich vorneweg. Bitte schreibt in die Kommentare, ob ihr mitmachen möchtet oder nicht. Beziehungsweise ihr könnt, ja doch, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr mitmachen möchtet oder nicht. Ich werde dann am Schluss, dann kurz vorm Event, werde ich nochmal bei Facebook, ganz wichtig Leute, bei Facebook reinschreiben, dass ihr mir sozusagen eure Gamertags in die, sagt schon hier, in die Kommentare bei Facebook reinschreiben sollt, weil das wird halt diesmal so sein, dass ich nicht euch lade, weil das wären zu viele, sondern ihr müsst mir dann einfach bis eine Nachricht schreiben, dass ich euch dann praktisch zum Spiel einladen kann. Allerdings möchte ich halt vorher die ganzen Namen von euch wissen, dass ich mir die einfach notieren kann und weiß halt, wie viele ungefähr mitmachen wollen. Ja, gut. Okay, mein Lieben. Ja, wie gesagt, ich schreibe halt alles nochmal in die Videobeschreibung rein, dass ihr das nochmal alles in aller Ruhe nachlesen könnt. Was gibt's noch gesagt? Ach genau, übrigens, ich habe letztens wieder so einen Spezi gehabt, der meint, ja, du kannst überhaupt, deine Videos sind ja toll, aber du kannst überhaupt nicht Call of Duty zocken. Leute, wie gesagt, ich zwinge euch nicht, meine Videos zu schauen. Wenn ihr meint, dass ich grottenschlecht bin in Call of Duty, dann seht ihr ja eigentlich schon anhand des Titels oder des Thumbnails, was in dem Video drin ist. Das heißt ja eigentlich, dass ihr dann einfach wegklicken könnt und das Video nicht anschauen braucht. Das denke ich zumindest mal so, ne? Zumindest ist es halt, wer logisch denken kann, wüsste das eigentlich. Von daher, ihr Lieben, wenn ihr das, oder wenn ihr der Meinung seid, heute ist Sonntag, also von daher. Ja, also wie gesagt, wenn ihr der Meinung seid, dass ich so grottenschlecht bin, dann schaltet einfach ab und schaut meine Videos nicht an. So einfach ist das. Weil mir geht das langsam so auf den Piss, dass permanent, halt, du bist dort schlecht und bah. Dann frage ich mich ehrlich, wieso ihr mich abonniert habt, wenn ihr sowieso alles scheiße findet. Also, unlogisch, oder? Finde ich zumindest. Naja, whatever. Ja. Gut, ich bin eigentlich schon durch. Ich brauche eigentlich jetzt nicht so weiter. Übrigens, wie gesagt, die zwei Fragen, die ich euch gestellt habe, beantwortet die bitte, weil ich habe echt keine Ahnung wegen den Vorräten, wie man das halt wechselt mit den Techniker und... Ja, ansonsten, wie gesagt, schreibt mir es in die Kommentare, was ich euch gesagt habe. Wäre zumindest ganz lieb, wenn ihr das machen würdet. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.